Oh, und ich wollte noch im Nordosten in Truppen nach Norden schicken. Der Tod geht um Jerusalem. Da sterben jetzt sehr viele. Das ist schlecht. Oh, mein Spion ist weg. Meister, das kann ich nicht tun, Herr. Geheimhaltung ist garantiert. Wir sitzen fest. Ist ja der Rebellenstadt. Und der winzige noch dazu. Ich nehme die mir. Das kriegen wir einfach mit der normalen Besatzung hin, oder? Da ist ja niemand. Wahrscheinlich eine Bauerneinheit oder so. Hier, wenn wir die vier losschicken. Wenn wir noch von Fraßbar welche schicken. Die Kavallerie zum Beispiel. Die hier zum Beispiel. Ja, die drei auch noch. Dann hätten wir eine gute Truppe. Wir können nicht weiter. Imperator, stoßt vor! Ja, super, die kommen hier nirgends wodurch. Dann greift mal dahin. Ist ja furchtbar hier. So, dann wenn sie dann endlich mal eine Schiffswerft, schauen wir doch mal. Sieht doch gut aus. Wir können auch den nächsten investieren. Immer weiter, immer weiter. In Tarsus machen wir gerade das. Ja, Antiochia. Die erwirtschaften bestimmte Menge. Okay, nicht so viel. Wir investieren trotzdem komplett auf den Handel im Offsee. Jetzt wird richtiger Seehandel hier ausgebaut. In Petra nicht. Petra bräuchte nochmal einen Markt. Philadelphia, da könnten wir mal die Straßen ausbauen. Oder nochmal das Forum. Ja, wir bauen mal hier die Straßen aus. Und Artax eine Einsiedlerei. Und wir haben nur noch 7 Denaren. Ist das nicht schön? So, ich bin gespannt, was die hier jetzt vorhaben. Die können drückens wohin. General. Ich werde mich ein bisschen zur Seite zurückziehen, damit wir hier schnell wieder raus können. Und hier eingreifen können, falls hier was passiert. So, der Spion ist da. Ei, Captain! Setz die Segel! Wir können jetzt nicht weiter! Zu Dienst. Suche nach Spion. Gut, der wird noch gebaut, aber es gibt keinen Aufstand. Bündnis gebrochen, westliches Reich mit den Franken. Na, wer hätte das gedacht? Und Krieg, Sarmaten mit dem westlichen Reich. Ja, vielleicht ziehen die jetzt darüber. Ne, wir ziehen uns zurück. Wir kämpfen nicht auf fremdem Grund, wenn wir es nicht müssen. Belagern die Stadt wieder? Belagerung im Gange. Na super. Mhm. Wer belagert denn von denen? Komm schon, beweg dein Schwert. Wer ist der Belagernde hier? Ist es der da? Nee, der da unten. Wir bleiben mal hier an der Siedlung dran. Mal sehen, was passiert. Manius der Geizige. Na super. Baubericht. Thessalonica. Da will ich reinschauen. Ja, das muss vielleicht noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Hier eine Marinewerft zum Beispiel. 3000. Mehr Handel auf See. Jetzt finden wir komplett verrückt. Jerusalem braucht Handel auf See. Bam. Und Kidonia ebenfalls. Bam. Ist so, dann haben wir noch ein paar Münzen übrig. Wir schauen mal.
Siedlung. Hier geht's alle gut, außer Lepis Magne. Ja, da müssten wir bald. Hier eine kleine Besatzung können wir schon mal ausbilden. Ich glaube, Kavallerie bräuchten wir auch noch zwei Stück. Ei, Captain! Setz die Segel! Zu Dienst. Suche nach Spion. Er an Bord. Spioniere sie aus. Suche nach Spion. Setz die Segel! Wir können jetzt nicht zu weiter. Guten. Ah, okay, die Sarmaten haben jetzt auch nie Krieg erklärt. Klar, sie haben uns ja angegriffen. Befehle? Marschieren! Ja, der kann dann hier in der Stadt bleiben und verwalten. Er ist Torwächter, also Kommando bei Verteidigen, Grüst und Zeichner. Nachlass auf Baukosten, genau sowas brauchen wir doch. Er darf da bleiben. Also, ihr sammelt euch mal. Befehle? Versucht die Siedlung da im Norden anzugreifen. Wir können nicht weiter. Weiter! Weiter! Also mehr Informationen brauchen wir da nicht. Ihr geht hier runter und spioniert in dem Bereich hier. Wir sitzen fest, Herr. Weiter geht es nicht, Herr. Euer Ehren. Geheimhaltung ist garantiert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das hier mitverteidigen soll. Es sind schon sehr viele Truppen. Aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Hey Leute, können wir leider nicht losschicken. Ja, Titus Flavius Gladiator. Hannibal. Was? Hannibalianus Flavius. Aber trotzdem, nichts geht über den Namen Flavius Flavius, der irgendwo bald erwachsen wird. Ich habe den Baubericht weggeklickt, sehr schlau von mir. So, und da haben wir die Stadt wieder unter Kontrolle. So, was wir brauchen ist eine Arena hier. Tempel des Sol Invictus. Weg damit. So, da kommt ein christlicher Schrein rein, dann eine Arena, eine Akademie und dann ein Schiffswerft und dann eine richtige Steinmauer. Ei, Captain! Ja, Kapitän! Momentan geht es nicht weiter! Setz die Segel! Okay, dann gehen wir nochmal die Bauprojekte durch. Überall da, wo ein Hafen reingeht, kommt ein Hafen rein. Jetzt zum Beispiel Ephesus. Bam! Konstantinopel braucht super einen Hafen hier. Marinewerft. Bam. Ankara kann leider nicht. Dann bauen wir hier ein Forum rein. Ich glaube, die machen sehr viel über Land. Ja, nicht unbedingt viel, aber okay. Trotzdem. Befehle? Weiter! Wir sitzen fest. So, der läuft dann selber dahin. Fraßfahrtprobleme. Mal die Liste wieder durch. Da können wir nichts machen. Petra könnten wir. Also, was ist mit diesen glücklichen Städten? Hier. Geld. Ja, also. Okay, sie greifen an. Das kann was werden. Ach du meine Güte. Wir sind hier, um unsere Verbündeten zu verteidigen. Gegen 1522, gegen 2000 irgendwas. Wenn wir das hinbekommen. Nepo? Ich will das sehen. Ich kann sowieso nicht mehr weg. Rein da. Die Armee im Feld vermag wenig ohne guten Rat zu Hause. Cicero.
Also ich hoffe, wir haben die Erlaubnis, in deren Siedlung reinzugehen. Der Sieg ist nahe. Wenn alle ihre Pflicht als Römer tun, wird es unser Sieg sein. Widmet euch eurer Aufgabe. Dann wird alles gut. Und merkt euch vor allem eins. Die Götter Roms sehen zu. Sorgt dafür, dass sie sich nicht schämen müssen. So, wir sind natürlich, oh Gott, alles umringt. Wir sind natürlich unsere eigenen Truppen noch nicht. Es sind nur deren Leute. Oh Gott, sie haben noch Bauern. Wie komme ich hier raus? Wir haben noch einfache Bogenschützen, aber auch ein paar Östliche dazu. Und die Plumbatari sind hier. Zum ersten Mal. Und gleich so eine schwere Aufgabe. Das sind sie. Nicht die auf den Pferden. Die Infanterie. So, versuchen wir mal das Beste. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir hier reinschlagen. Das sind wenige Leute und wir können die Stadt dann so betreten. Es ruckelt ein bisschen. Rome ist nicht dafür ausgelegt, so viele Leute da zu haben. Ja, die sind noch nicht alle drin. So, mal eins nach vorne mit euch. Wir müssen uns beeilen. So, ja, rein da. Mal zwei. Alle Bogenschützen nach vorne mit euch. Hier Bogenschützen, ihr geht dahinter. So, Speerträger, ihr bleibt da hinten. Greift nur ein, wenn es notwendig ist. General, du hier. So, perfekt, dann los. Speerträgerhorden. Ah, wen haben wir uns denn da als Verbündeten angelacht? Okay, können wir die da hinten wegschlagen? Wer ist das? Gepanzerte Bogenschützen, das kriegen wir hin. Ja. General, nach vorne mit dir. Verstärkungen sind eingetroffen. Ein willkommenes zusätzliches Bollwerk der römischen Macht und Tapferkeit. Ja, das sind wir. Die sind jetzt schon unterwegs. Die Mauern sind nicht mehr unser. Der Feind hat sie besetzt. Der Feind hat die Mauern durchbrochen. Wir müssen umso härter kämpfen. So, rein da. Die Götter waren uns heute nicht wohlgesinnt. Der Feind hat die Mauern durchbrochen.
So, Feuer einstellen. So, Leute, nach vorne mit euch. Ich könnte. Wir drücken mal auf Pause. Ihr rennt hier rüber. Er kommt komplett erschöpft an. Das ist nicht gut. Wow. Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Okay, das hat Nepo gut hinbekommen. Sind wir da? Steppenhorde Elitekrieger. Die Götter waren uns heute nicht wohlgesinnt. Der Feind hat die Mauern durchbrochen. Sarmatische Jungfrauenbogenschützen. Sarmatische Jungfrauenbogenschützen sind ein weibliches Kriegerkorps. Eine sehr schockierende Idee für zivilisierte Geister. Im Umgang mit dem Compoundbogen können sie es mit den Männern aufnehmen. Das sarmatische Volk besteht angeblich aus den Kindern der Skyter und der Amazonen. Diese Frauen gereichen ihre gefährlichen Vorfahren zur Ehre. Man sagt, dass sie... Ich mache kurz Pause. Man sagt, dass sie sich die rechte Brust mit heißem Eisen absägen, damit sie ihnen beim Umgang mit dem Bogen nicht im Weg ist. Ein harter Akt, den sie jedoch als Teil ihrer Riten des Erwachsenwerdens absolvieren. Sie müssen ebenfalls einen Gegner im Kampf getötet haben, bevor sie den Krieger ihrer Wahl heiraten dürfen. Der Compoundbogen, den sie benutzen, ist eine Standard-Kriegsausrüstung der Steppe. Eine Waffe, die aus Holz, Horn, Sehnenschichten besteht. Der Compoundbogen ist bei feuchtem Wetter nicht gut geeignet, da der Kleber, mit dem die Schichten zusammengehalten werden, sich auflöst. Okay. Marschiert! Nach vorn, schnell! So, wir schießen schon da rein. Schick mal die schwere Infanterie hier. Blockieren wir schon mal den Weg. Der geht ebenfalls hier rein. So, Bogenschützen. Erstmal hier rein. So, vielleicht kriegen wir das hier rein. Werden wir das schnell machen. Oder können wir sie da hinten abfangen? So, die Verbündeten schlagen sich noch gar nicht. Die sind erstmal hier und von den Toren zurückgedrängt. Ja, rein da. Nee, zurück. General, zurück mit dir. Zu spät. Dann erstmal die Veteranen da kämpfen. Er rettet sie sich dahin zurück. So, ihr geht alle da rein. Haltet sie auf. Speerträger nach vorne mit euch. So, was für ein Chaos. Ah, hinter uns. Greift an. Schafft der General selber. Ja, super, die Söldner fliehen schon. So, was meine Schwerträger? Aber Nepo. Okay, aber es funktioniert. So, Nepo, du musst unbedingt zurück. Leute verlieren den Mut, warum auch immer.
So, weißt du was? Werft alle mal die Speere rein. Und zwar auf die Kavallerie. So, nicht die Position halten, einfach rein da. Seid die wilde Horde. Okay, stehst du einfach da zusammen. Resettierte Sklavenspeertrick und gegen die verlieren wir, oder was? Ist ja nicht zu glauben. Na, also ich wäre schon meinen, was soll denn das? Ja, jetzt müssen wir weiter. Was haben wir da? Bogenschützen. General, das schaffst du. So. Feuer einstellen. Wir gehen jetzt weiter hier rüber. Lob sei den Göttern. Sie haben die Herzen unserer Feinde mit Furcht erfüllt, sodass sie... Lobet die Götter. Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen unserer Feinde. Okay, dann weiter zum Hauptplatz. Ist ein gutes Stück entfernt. Venera, wir sammeln uns erstmal hier. Na komm. Jetzt zwei. Ich meine, vielleicht kriegen wir... Oh Gott. Ich glaube... Lobet die Götter! Der feindliche General wurde getötet und Furcht erfüllt nun die Herzen. Ich meine, er haut immer noch welche um. Wir könnten es noch schaffen. Aber nicht gegen diese Horde da. Wen haben wir da unten? Fernkampf. Okay, Fernkämpfer, die hauen wir weg. Oder auch nicht. Nee, zurück mit dir. Zurück. Ja, da kommt eine ganze Armee auf uns zu. Weiter hinstellen. Unser Verbündeter ist tot. Wir werden sehen, ob seine Männer angesichts dieser Tragödie standhalten. Ja, zurück hierhin. Hier an die Ecke. Okay, vergesst es. Einfach rein mit euch. Habt schon. Keine Position halten, einfach rein. Er schafft das. Die sind erschöpft, die Ärmsten. So, ein bisschen heran. Komm schon, Spendemut. Okay, die ersten fliehen schon. So, einmal dahin stellen. Vielleicht kannst du noch Speere rüber donnern. Auf diese Reiter dort. Zerstört sie!
gleich zurück. Haltet durch, Leute, haltet durch. Ihr schafft das. Okay, ich muss sagen, die Plumbatari sind ganz schön mutig. Die Götter haben das Herz des feindlichen Generals mit Angst erfüllt. Wie ein Feigling flieht er vor der Schlacht. Also wir brauchen mehr von diesen Truppen. Leider verlieren wir die Stadt. Wir hatten keine Möglichkeit, da durchzukommen. Besiegt zu werden ist wahrlich bitter für jeden Römer. Aber darauf folgen frische Siege. Ja, wir konnten die verbündete Stadt nicht halten. Marobudus, der Kaltherzige. Jetzt ist er wirklich kalt. Jetzt müssen wir irgendwie wieder fliehen können. Mal sehen, ob das funktioniert. Wir werden belagert. Okay, zurück. Oh Gott. Marschieren! Aufstand, liebes Magna. Erstmal das hier. Wir nutzen den Moment wirklich. Diese Widerlinge. Okay, her mit den Söldnern. Ich hoffe, wir können die Stadt rechtzeitig verteidigen, weil weiter können wir jetzt nicht. Angriff! Ein Volk auf der Flucht. Die Vandalen. Ja, dann wird er versucht, sie zu unterstützen, aber das funktioniert leider nicht. Euer Ehren? Und wo sind die jetzt auf der Flucht? Geheimhaltung ist garantiert. Weiter geht es nicht, Herr. Okay, aber vielleicht belagern sie länger hier. Die haben noch nicht mal, die haben nichts gebaut. Also okay, gute Chance, dass sie noch länger belagern. So, sie dann belagert Seremium. Müssen wir schauen, ob wir es noch schaffen. Ja, wir machen wieder Gewinne. Hier durch den Handel 31.000. Der Tod geht ohne Ephesus. Na super. Auch nicht hier noch. Minervina. Na super. So, Baubericht. Serbien hat Hauptstraßen. Haben wir gerade noch durchbekommen. Wir könnten... können wir nicht. Kavallerie können wir nicht anfordern. Die wurde leider zerstückelt. Also, Sinop hat eine Marinewerft. Ja, ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Konstantinopel. Vicus Saramate. Hier ist eine niedrige Steuer... Müssten eigentlich was für die Zufriedenheit tun. Mit teuren Dingen eigentlich. Ah, mit Besatzung zum Beispiel. Hier, Lego Lanciari. Drei Leute, komm rein. Und dann können wir noch bauen, und zwar eine christliche Kirche. So, Salamis hat auch eine niedrige Steuer, denen geht's auch nicht so gut. Deswegen bauen wir eine Einsiedlerei. Oh, Reichspalast wäre wichtiger. Da geht mein ganzes Geld wieder drauf. So, und Kutais. Hauptstraßen. Ich meine, das Gebiet ist riesig. Schneller fortbewegen ist schon wichtig. Berber mit den Hunden. Na super. Warum mit denen da unten? Wie sind die überhaupt da hingekommen? So, Lepsis Magna, die drehen wieder durch hier. Wir haben kein Geld zur Reparatur und so weiter. Sind bereit! Setz die Segel! So, aber die Schiffe sind da.
Jetzt müssen wir nur nach den Städten durchschauen, ob irgendwelche durchdrehen. Ja, sie haben, können wir nicht erhöhen. Die sind unter einer Belagerung. Euer Ehren? Ja, die bauen wieder eine Armee auf. Glaube ich. Ja, es sind wieder mehr Leute. Oder Generäle. Okay, sie haben nicht angegriffen. Imperator? Sie haben aber Zeug da. Wir stellen uns mal hier. So, Octavia, Architekt in irgendwo. So, Antioch hat eine Marinewerft. Ja, so viel Geld bringt das nicht ein. Aber vielleicht dauert das wirklich. Großes Anwesen. Wie ist denn die Ernte hier? Durchschnittliche Ernte, aber trotzdem 9000. Es bräuchte auch wieder so 8 Runden. Niedrige Steuer haben wir hier. Mit anderen Worten, es wäre was gut, wenn wir hier die Leute mal ein bisschen zufriedener bekommen. Zum Beispiel durch ein Skriptorium. Das ist noch halbwegs günstig. Normale Steuer, da könnten wir vielleicht... Wie ist der Landhandel hier? Wir haben einiges. Hauptstraße wäre dem... das wäre super. Okay, jetzt schauen wir erstmal, welche Stadt geht es nicht so gut. Das war die falsche Liste. Gut, perfekt. Dann können wir wieder sehr viel investieren. Und zwar in die wichtigen Dinge. Erstmal hier unten. Reparatur. Stadt hat aber Last. Übungsplatz und Kanalisation. Perfekt. Dann einen hatten wir mal bitte hier ja, zusammenstellen. Wir müssen draußen warten, das ist wichtig. Sind bereit. Ja, so, Kapitän. Das ist die Ablöse. Ihr kommt raus. Alle Mann an Land. Und ihr drinnen, warte. Die... Herr. Herr. Befehle. Wir sollten aber euch nicht was mit den... Was haben die mit meinen Priestern gemacht? Herr. Herr. Was passiert, wenn man einmal mal automatisch eine Schlacht austragen lässt? General. Jedenfalls der General geht hier rein. Der Erbe. Priester geht hier rein. Diese brave Truppe geht rein. Ja, die kann ich auch noch mitnehmen. Einer weniger ist nicht schlimm. Die Kavallerie geht rein. Jetzt haben wir noch Platz für 3, 6, 7, 8. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kavallerie. Eine Priestereinheit. Der Infanterie. Und noch eine Bogenschützeneinheit. Vielleicht noch eine weitere. Dafür tun wir die hier wieder raus. Wir tauschen die mit der. So, und ihr geht in die Stadt. Ein Attentäter. Na super. Die Agenten bitte auch mit rein. Ja, Meister. Halte ein Auge auf die Truppen. Der andere Agent kann mal hier unten reinschauen. Geheimhaltung ist. Mal schauen, was wir da hinten haben. In Bewegung. Aye, Captain. So, und ihr zieht weiter nach Norden. Aye, aye, Captain. Weiter geht es erstmal nicht. Den Agenten lassen wir hier raus, dass er erstmal ein bisschen Setz spionieren. Die Segel. Ob da irgendwelche Schiffe sind. Und dann gehen wir weiter. Ah. Oh ja. Wir sind soweit. Wir können endlich besseres Baugerät bauen. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir könnten... Nee, können wir nicht. Okay, dann bauen wir uns erstmal gute Sachen. Onaka zum Beispiel. Oh Gott. Onaka sind Artilleriewaffen, die Felsen und Brandgeschosse auf gegnerische Formationen und Verteidigungen schleudern. Sie bewegen sich jedoch ziemlich langsam und zielen nicht sehr genau. Sie sind nach einem wilden Halbesel benannt, einem sturen, gefährlichen Vieh mit einem heftigen Tritt. Diese drei Eigenschaften können auch direkt auf die Waffe übertragen werden.
Jeder Urnager wird durch ein dickes, gedrehtes Seil aus Tiersehnen gespannt. Dem stärksten und dehnbarsten Material, das den Militäringenieuren zur Verfügung stand. Ein einzelner Wurfarm wird vertikal durch die Sehnen geschoben und dann zurückgezogen und gehalten. Sobald er beladen wurde, wird er losgelassen und der Arm fliegt nach vorne weg, entlädt die Felsladung auf den Gegner und schlägt dann auf eine Querlatte. Durch die Wucht des Schleuderns holpert und tritt die gesamte Maschinerie. Daher auch ihr Name. Sie können eingesetzt werden, um langsame Einheiten zu beschießen, aber sie sind besonders effizient beim Unterdrücken gegnerischer Artillerie oder beim Einsatz gegen Befestigungen und Gebäuden. Diese Waffe wurde einst nur von sogenannten zivilisierten Armeen verwendet. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch viele Leute gelernt, diese hocheffizienten Artilleriegeräte herzustellen und zu verwenden. Wir stellen die her. Die sind teuer, aber es lohnt sich bestimmt. Zwei Stücke sollten reichen, glaube ich. Wir können auch Ballisten herstellen. Die kennen wir ja schon, wir haben Söldnerballisten. Wichtig ist eher der Skorpion. So, und Evil Hallöchen. Willkommen hier. Wir haben gerade, ich weiß nicht, wie lange wir das hier schon fertig haben, aber wir können jetzt endlich Urnager herstellen und Ballisten. Ein römischer Skorpion ist eine Waffe, die durch Sehnen gespannt wird und aussieht wie ein riesiger Bogen, der auf der Seite auf einem Rahmen liegt. Er hat eine unglaubliche Reichweite und kann einen Mann mit einem einzelnen Schuss aufspießen. Auch wenn er wie ein großer Bogen aussieht, funktioniert er jedoch nach einem ganz anderen Prinzip. Die beiden Arme werden durch Seile aus kräftigen Tiersehnen gezwängt. Das von Natur aus dehnbare Material wird dann zurückgedreht zu einer sehr starken Feder, die jeden Arm nach vorne zieht. Die Arme werden, um die Spannung zu verstärken, nach hinten gezogen. Der Skorpion wird mit einem Geschoss bestückt, welches dann mit großer Wucht und Genauigkeit auf den Gegner abgefeuert wird. Sofern man sich vergewissert, dass beide Sehnenbündel der gleichen Spannung unterliegen, ist der Skorpion eine sehr präzise Waffe. Da Sehnen aber Feuchtigkeit gegenüber anfällig sind, funktioniert die Waffe bei feuchter Witterung nicht sehr gut. Müssten wir mal ausprobieren. Ich könnte die schon mal hinbauen. Vielleicht ist das nützlich gegen Generalseinheiten oder sowas. Müssen wir ausprobieren. So, was wollen wir hier noch bauen? Ich wollte eigentlich weiter... Wir sollten mal die Steinmauer hier ausbauen, damit wir auf den nächsten Palast kommen. Wenn der möglich ist. So, was wir auch noch gemacht haben ist... ist eine Rebellenstadt. Wie ist denn das passiert? Warum haben diese Armaten die Stadt nicht genommen? Interessant. Wir haben versucht, ihn hier... Westrom hält noch. Immer noch, ja. Die halten sich ganz gut. Und belagern eine meiner Städte wieder. Während ich weg war, um meine Verbündeten zu verteidigen, was wir nicht mehr geschafft haben. Das waren zu viele von denen. Aber wir haben uns gut gehalten. Und wir haben zum ersten Mal unsere Plumbatari im Einsatz gesehen. Und ich muss sagen, die sind gut. Sehr mutig. Fliehen nicht einfach. Also ich bin überzeugt, dass wir mit denen noch weit kommen. Das Problem ist, nur die hier stören mich. Wenn die belagern, müssen wir mit der Armee dann hier rein. So, und was wir auch hier machen, ist, wir wollen die Rebellensiedlung im Norden angreifen. Im Norden spionieren wir noch aus. Oh, und ich wollte noch schauen in die Liste. Sieht alles sehr gut aus. Und gut. Die Häfen sind bestimmt sehr nützlich hier. Mit wem handelt ihr? Mit niemandem. Sehr gut, dass wir hier einen Hafen haben. Das ist ja ausgezeichnet. So, die sind hier gerade unterwegs. Also wir haben hier die erste Rebellenstadt, also Westrom-Rebellen, erobert. Ipsis Magna. Und es geht für uns weiter nach Karthago. Wir wollen ganz Afrika hier haben. Damit wir dann später Sizilien, Sardinien und Italien selber erobern können. Das ist der gröbere Plan jetzt erstmal. Ah, und ich habe ein bisschen Geld. Ich wollte ein bisschen investieren in Handel. Wir brauchen Geld.
Ja, Sirimium. Da ist einmal der General weg. Und dann passiert das. So, Thessalonika, bitte auch Hauptstraßen. Das ist wichtig hier. Und einmal die Einheiten fortbilden, ist ja wichtig. Und da ist unser Geld weg. Bam. Ich wollte die Einheiten jetzt nicht zusammenfassen, weil... Oder ist das günstiger, wenn wir die zusammenfassen?